Der hat sie ins andere Zimmer gebracht. Warum haben Sie mir denn mein Kind nicht gebracht? Frau Schindler, das ist so. Diese Frau hat mein Kind im Arm. Übrigens, findest du nicht, dass sich diese Fremdarbeiterin eigenartig benimmt? Ja. Sie muss jetzt endlich hier raus. Sie macht euch noch alle verrückt. Ja. Ach, Jutta, sei doch so lieb. In meiner Manteltasche ist die Post. Ich habe sie noch gar nicht durchgesehen. Herr Doktor. Bitte? Eine junge Frau möchte dringend mit Schwester Jutta sprechen. Na und? Mit ihrer Frau. Es ist die Französin Madeleine Brocard. Hallo, Jutta. Gut, dass ich dich erreiche. Ich bin in Eile. Hier war die Französin Madeleine Brocard. Da weißt du die Geschichte mit dem Kind. Ich habe sie hier zu dir geschickt. Als Frau kannst du da wahrscheinlich auch viel mehr helfen als ich. Hallo, Jutta. Mein Kind habe ich mit Ihnen nichts zu sprechen, Frau Brocard. Aber irren Sie mich? Nein, jetzt will ich nichts mehr hören. Damals waren Sie krank, da hatten Sie Fieber und man hatte Sie schlecht behandelt. Sie haben ja nicht begreifen können, wie Ihr Junge dann tot war. Aber er ist nicht tot. Wollen Sie die eine mitnehmen, Frau Doktor? Ich weiß, dass Ihr Kind lebt.